Guten Morgen, Tag 2 in Deutschland. Wir sind jetzt da im Waldtrop. Wir werden jetzt da beim Hohofs frühstücken gehen. Und mal schauen, wie es da drin so ausschaut. Aber was Herzhaftes dazu? Nein, ich bleibe mal gut. Okay. Ich werde so. Als Mandelcroissant? Gefüllt, genau. Und außerdem noch mein Wunsch. Danke. Sie können sich gerne setzen. So. Das war so rum, oder? Dankeschön. Ja, das war's. Lassen Sie es sich schmecken. Oh, was Süßes oder was Herzhaftes? Jetzt was Herzhaftes. Jetzt was Herzhaftes. Wollen Sie mal eine Knusperstange probieren? Die ist mit Speck eingewickelt, Mohn, Sesam, ein bisschen Käse überbacken. Ja, nehme ich das. Schön zum Snacken. Super. Ja? Alles lange geht drin. Er hat auch immer eine bestimmte Gradzahl. Immer auf so einen Grad hält er sich. Dass die dann immer schön gekühlt wird, die Schokolade auch länger frisch bleibt. Also hier wird dann alles verpackt, eingetütet. Und dann ab in die Fondant. Wird dann auch abgeholt. Die Verkäuferinnen sind dann immer so nett, die packen das dann schon mal für uns vor, von Filiale zu Filiale, also wie mit Wien, Stuttgart, Köln. Also wir haben mittlerweile ja schon 12 Filialen, die wir beliefern. Angefangen haben wir mit einer, das war hier Waldtrop. Und in den ganzen 9 Jahren, seit ich hier bin, ist immer jedes Jahr eigentlich eine Filiale dazugekommen. Also und das, das geht ganz, ganz schnell. Waldtrop war auch Manufaktum vom Namen her, oder? Manufaktum vom Namen her kommt aus Waldtrop eigentlich ursprünglich. Okay. Und dann ist das halt immer weitergegangen und dann hat sich der Chef irgendwann als Geschäftsführer dort eingeklinkt und hat gesagt, so Leute, ne, ihr kriegt ja Waldtrop das Brot und sowas, haben die ja schon immer von uns gekriegt, von Hof. Und dann, ja, das ist halt Bäckerlage. Aber wir hacken auch unsere ganze Schokolade selbst von Kadebauer und so, das haben wir auch. Also keine irgendwie backfesten Drops oder sowas machen wir auch gar nicht. Und also viel dazu. Und Marmeladengläser mal wieder. Ah. Läuft hier die weiße Schokolade raus, die dann schon karamellisiert ist. Genau. Ja. So, lieber, dein Part. Ja, bist du Backstube? Ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen, weil der Michael immer sagt, Lisa, du bist Produktions- und Vertriebsleitung, weil ich ihm sage, meine Backstube. Also jetzt kümmere dich auch mal ein bisschen mehr um die Konditorei. Aber Jörg ist halt da, Vivi ist da, wo ich immer den Damen mache, Baguette, ne? Auch in Ordnung. Genau, Kerstin ist jetzt noch da. Kerstin ist Spätschicht, fängt um 5 Uhr an. Die restlichen Wecker fangen um 2 Uhr an. Also im Schnitt in der Woche sind wir 2 Wecker, 2,5, wenn wir noch den Darauf noch mit dabei haben. Ja, bei uns fangen die Azubis ja immer um 4 Uhr an, also beziehungsweise die erste Schicht fängt um 4 Uhr an. Das sind dann meistens eigentlich immer 3. Einer macht Snack, 2 Leute machen die ganze Theke, machen Bestellungen, das heißt. Ja, und die nächste Schicht, die kommt dann um 8. Das ist dann die Spätschicht, die räumt dann auch auf, die kommt dann an zu 15. Also normale Küche, dann wird schon abgesetzt, wieder zum Auftauen. Und jetzt ist sie halt auf Sammeln gestellt. Ich melde mich nachher bei dir, ne? Ich melde mich nachher oder morgen bei dir. Ja, alles klar. Tschö. Michael? Ja, weg. Nein, nein. Als Dortmund das letzte Mal Meister wurde, hatten wir im September in Hannover abends verloren, 0-2, und sind dann mit der ganzen Mannschaft bei uns essen gewesen. Danach haben sie kein Spiel mehr verloren und sind Meister geworden. Nee, jetzt kommt sie, jetzt musst du weggehen. Nein! Doch, du lass dich tot. Mach die Tür zu. Schüchtern ist er, ne? Na, das macht man schon. Ich verhasse mal nicht nur. Aus, wenn du mit dem schwarzen Handschuh das hier bist. Ja, ne? Das ist geil. Guten Tag, herzlich willkommen bei Hohofs Augenlust und Tafelfreuden. In Waldtrop, Nordrhein-Westfalen, das kleine gallische Dorf im Herzen von Deutschlands. Wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, das, was wir handwerklich tun, richtig zu tun. Also wir gehen wirklich zur Picke. Ich bin der Meinung, dass ein anständiges Brot gebacken werden muss bis zum Rande des Wahnsinns, aber nicht schwarz, gerade eben davor, damit es ordentlich Geschmack hat, damit die Dritten auch noch ordentlich was zu beißen haben. Zum Thema Konfiserie gehen wir immer auch da einen Schritt weiter.
wir wollen alles bis zur Pike selbst machen, ob es Orangeat ist, Zitronat ist, ob es auch eigenes Popcorn ist, eigene Nüsse, die wir mit Schokolade ummanteln, das ist genau das, was wir toll finden. Und immer wieder einen Schritt weitergehen. Es geht nicht um 100% Qualität, sondern es geht um 120% Qualität. Und das versuchen wir hier zu machen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf einem verdammt guten Weg. Tschüss. Danke.